Hey, du hast ein Projekt als Epoxidharz geplant? Ja, dann solltest du auf jeden Fall diese Anfängerfehler hier vermeiden. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Sehen uns gleich. Fehler Nummer 1, fehlende Sicherheitsausstattung. So, dann werde ich jetzt heute mal mein erstes Epoxy-Projekt starten. Aber was brauche ich dazu eigentlich alles? Heißt ja immer Sicherheitshinweise beachten, aber Handschuhe tragen, Atemschutz, das ist doch alles übertrieben. Ich gieße ein, zwei Mal im Jahr Epoxy und ja, ist doch was für Weicheier. Handschuhe, so ein Quatsch, brauche ich nicht, es geht auch ohne. Ja, ziemlich krasse Meinung, würde ich sagen. Kann man natürlich so machen, aber nicht alles, was man machen kann, ist letztendlich auch klug und gesundheitlich unbedenklich. Ja, für seine Gesundheit ist letztendlich jeder selbst verantwortlich und wenn ihr das so machen wollt, dann müsst ihr irgendwann auch mit der Konsequenzen leben. Man muss sich immer bewusst sein, dass Epoxidharz, die ungemischten Komponenten, also das Harz und der Härter, dass das Chemikalien sind und die sind im nicht ausgeheilten Zustand giftig. Ja, und deswegen empfehle ich euch, dass ihr bei der Verarbeitung auf jeden Fall Handschuhe tragt. Bei den Handschuhen gibt es natürlich auch noch ein paar Kleinigkeiten zu beachten. In der Epoxidharzverarbeitung sollte man eigentlich immer Handschuhe aus Buetyl oder Nitril verwenden. Ja, die sind hundertprozentig resistent gegen Epoxidharz und andere Handschuhe, ja, die können angegriffen werden von dem Material, können sich dann leicht anlösen und dann kann es zu Hautreizungen oder allergischen Reaktionen kommen. Man muss natürlich auch dazu sagen, bevor ihr komplett ohne Handschuhe arbeitet, dann verwendet lieber die ganz normalen Einweghandschuhe. Dann habt ihr wenigstens einen gewissen Grundschutz und ja, mehr gibt es dann letztendlich zu dem Thema Handschuhe auch nicht zu sagen. Dann würde ich euch auf jeden Fall auch noch raten, einen passenden Atemschutz zu tragen. Bei der Verarbeitung von Epoxidharz, da entstehen immer Dämpfe. Ja, das Harz gast über mehrere Tage hinweg aus und die Dämpfe, die sind nicht gerade, sagen wir mal so, gesundheitsförderlich. Die gelangen in die Lunge und das ist dann auf Dauer schädlich. Ja, ich habe schon festgestellt, dass bei den verschiedenen Herstellern die Gerüche von den Harzen immer unterschiedlich sind. Manchmal setzt man die Maske freiwillig auf, weil es wirklich sehr intensiv ist und bei anderen Produkten, da merkt man fast gar nichts. Also die sind echt fast geruchsneutral. Aber auch wenn sie geruchsneutral sind, die Dämpfe sind da, werden eingeatmet, gelangen in die Lunge und führen dann auf Dauer zu Schäden. Deswegen besorgt euch eine Maske. Ich habe hier so einen Teil mit Kohlenstofffilter und damit bin ich eigentlich echt zufrieden. Als letzter Punkt dann noch eine Schutzbrille. Wenn ihr euch Harz anmischt, kann das natürlich dann aufspritzen, kann euch in die Augen spritzen und das ist natürlich auch extrem schädlich. Ihr könnt euch mit einer Brille schützen. Ich verwende auch nicht immer eine Brille, muss ich echt zugeben, aber ich bin mir der Gefahren bewusst und weiß, dass ich beim Anmischen darauf aufpassen muss. Und so seid ihr dann hundertprozentig auf der sicheren Seite, dann kann es losgehen. Fehler Nummer 2, die falsche Umgebungstemperatur. Also in meiner Werkstatt ist es heute schon frisch, aber ja, nur die Hatten kommen in den Garten, würde ich sagen. Da mische ich mir jetzt mal das Harz an, werde ja nichts machen. Ja, das ist so eine Aussage, die ich so nicht unterschreiben würde, weil die Temperaturen auf die Luftfeuchtigkeit, die haben schon Auswirkungen auf das Epoxidharz. Und man kann eigentlich sagen, so die optimale Gießtemperatur ist die normale Raumtemperatur, so um die 20 Grad herum. Und wenn es dann 3 Grad rauf oder 3 Grad runter, das macht dann auch nichts, das passt dann auch. Ja, wenn es zu kalt ist, dann wird die Reaktion extrem verlangsamt. Also das Harz härtet dann langsamer aus und ab einer gewissen Temperatur härtet das Harz dann eben überhaupt nicht mehr aus. Und dann kommt man am nächsten Tag in die Werkstatt, schaut sich sein Harz an, denkt, was ist da los? Das ist ja noch komplett flüssig und weiß nicht, woran es liegt. Aber es liegt dann eben, wie gesagt, an der Temperatur, dass das Harz langsamer oder überhaupt nicht mehr anzieht. Und genauso ist es dann, wenn es eben zu warm ist, da ist es dann andersrum, da wird dann die Reaktion extrem beschleunigt. Und wenn es dann wirklich richtig warm ist, dann kann es auch sein, dass das Harz aufkocht und dadurch dann komplett unbrauchbar ist. Ja, halt mal später noch dazu kommen zum Thema Aufkochen und dann noch Thema Luftfeuchtigkeit. Also insgesamt sollte man ja sagen, soll beim Gießen die Temperatur immer konstant sein und die Luftfeuchtigkeit soll auch konstant sein. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, da kann es sein, dass sich dann beim ausgehärteten Harz dann oben auf der Oberfläche so leichte Schlieren bilden und das sieht dann halt nicht schön aus und ist auch eine Fehlerquelle, wo oft gefragt wird nach den Ursachen und das hängt eben mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammen. Ja, und ich würde sagen, mehr gibt es eben zum Thema Temperatur auch nicht zu sagen. Achtet auf optimale Bedingungen, dann habt ihr auch optimale Ergebnisse. Fehler Nummer 3, schmutziges Werkzeug.
Wo mische ich mir das Epoxidharz jetzt drinnen an? Ich habe doch da irgendwo so Behälter noch rumstehen gehabt. Ah, ja, ich denke, die kann man verwenden. Sind zwar schon benutzt, ist alles wegen verstaubt, aber ich denke, das funktioniert schon. Puh, auch schon wieder äußerst bedenklich die Aussage. Grundsätzlich gilt, wenn man saubere Ergebnisse erzielen will, braucht man sauberes Werkzeug und auch saubere Anmischbehälter. Das heißt immer so schön, Staub ist der größte Feind vom Epoxidharz. Ja, das stimmt auch. Da reichen schon ein paar winzige Staubpartikel bei klaren Epoxidharzgüssen. Sieht man später jedes Staubkorn und dann ärgert man sich, wenn wegen ein paar Staubkörnern das ganze Projekt dann, ja, sagen wir mal, eben nicht so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat. Das Ganze kann man vermeiden, indem man eben, ja, sauberes Werkzeug verwendet, vor allem saubere Eimer zum Anmischen. Und ja, wenn er benutzte Eimer verwendet, da wisst ihr nie, was war davor drin. Wenn ihr da irgendwelche Rückstände habt, zum Beispiel von Silikon oder Öl, dann kann es sein, dass euch das Epoxidharz nicht mehr gescheit aushärtet und wäre ärgerlich. Ja, zum Anmischen verwende zum Beispiel ich immer solche Einwegbecher aus Kunststoff. Ich weiß, ist umwelttechnisch nicht wirklich optimal. Aber sind wir mal ehrlich, also die ganze Arbeit mit Epoxidharz ist nicht wirklich umweltfreundlich. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und ja, zur Verarbeitung verwende ich dann zum Beispiel hier solche Silikonpinsel. Die kann man, wenn das Harz dann gehärtet ist, kann man die ganz einfach wieder sauber machen. Das lässt sich ganz einfach dann wieder entfernen und dann kann man den immer wieder verwenden. Ja, wie gesagt, schaut darauf, sauberes Werkzeug ist dann letztendlich auch ein sauberes Ergebnis. Ah ja, und fast hätte ich es vergessen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein Werkzeug habt oder einen Eimer, wo ihr vor Gebrauch noch mit einem nassen Lappen reinigt, also vom Staub, dann müsst ihr auf jeden Fall schauen, dass alles komplett trocken ist, bevor wir mit dem Epoxidharz anfangen, weil Wasser und Epoxidharz vertragen sich so, ja, wie Hund und Katze, würde ich sagen. Das geht gar nicht. Es gibt später Probleme, Flecken auf der Oberfläche und bei der Aushärtung gibt es auch Probleme. Also wie gesagt, wenn ihr arbeitet mit Epoxidharz, Wasser absolut tabu. Fehler Nummer 4, falsche Mischungsverhältnisse. So, da habe ich es Harz. Dann mische ich mir das einfach jetzt mal an, würde ich sagen. Und erstmal schauen, wie es funktioniert. Mischungsverhältnis 2:1. Das Mischungsverhältnis muss exakt stimmen. Was heißt denn da schon wieder exakt stimmen? Also, das mische ich ganz normal nach Augenmaß. Das hat mich noch nie im Stich gelassen. Exakt. Soll ich mir da jetzt noch eine Feinwaage kaufen oder was? Also wird doch alles überbewertet. Feinwaage. Also das mische ich an, ob da wegen mehr Harz oder Härte drin ist. Es interessiert auch letztendlich niemand mehr. Hauptsache es wird hart. Mit dem Auge abschätzen. Ja, guter Witz. Aber ihr würdet euch wahrscheinlich wundern, wie oft dieser Fehler gemacht wird. Und ich muss sagen, wo ich das erste Mal mit Epoxidharz gearbeitet habe, habe ich es da auch nicht so genau genommen und habe mich dann gewundert, ja, warum das Ganze nicht wirklich so ausgehärtet ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und letztendlich, wie gesagt, sollte man da für optimale Ergebnisse auch darauf achten, dass das angegebene Mischungsverhältnis dann wirklich genau eingehalten wird. Also bei den meisten Harzen oder bei vielen, sagen wir mal so, ist es ja 2:1, bedeutet 2 Teile Harz auf einen Teil härter. Und ja, beim Abmessen, da kann man sich ja bei kleineren Mengen so eine Küchenwaage zulegen, die kostet ein paar Euro und dann hat man letztendlich richtige Ergebnisse und hat dann am falschen Ende gespart. Ja, was hat es jetzt für Folgen? Wenn man zum Beispiel zu viel Harz zugibt, ja, das hat dann zur Folge, dass später das Ergebnis nicht richtig aushärtet. Das ist dann vielleicht maximal so gummiartig, wenn es überhaupt anzieht. Und wenn man dann eben zu viel härter zugibt, ja, dann hat man ein anderes Problem. Dann härtet es zwar aus, aber dann wird das Ergebnis ja so trüb, milchig und sieht dann letztendlich auch nichts aus. Also schaut einfach, dass das Ergebnis passt. Macht keine Schätzungen, verwendet eine Küchenwaage. Und dann soll es da auch keine Probleme geben. Fehler Nummer 5, zu kurze Mischdauer. Das Harz und den Härter habe ich jetzt hier nach Augenmaß gemischt. Hat auch funktioniert. Das Ganze rühre ich jetzt noch kurz um. So bei der kleinen Menge, würde ich sagen, so eine Minute reicht doch vollkommen aus. Guckt euch mal die winzige Menge an. Also mal unabhängig von der Menge, die ihr hier anmischt, ist eigentlich immer so, dass man das Harz 3 bis 5 Minuten gut durchmischen sollte. Das Ganze kann man bei kleinen Mengen mit der Hand machen oder bei größeren Mengen dann eben mit der Bohrmaschine und einem Mischaufsatz. Wenn ihr mit der Hand anmischt, solltet ihr auf keinen Fall runde Stäbe verwenden, sondern immer so eckige Stäbe, weil damit die Mischleistung deutlich besser ist. Ja, und dann noch als kleinen Tipp nebenbei,
wenn ihr das Harz dann gut angemischt habt, dann solltet ihr den Becher auf jeden Fall nochmal umtopfen, weil am Boden vom Becher, da setzen sich immer ungemischte Komponenten ab oder halt schlecht gemischte. Und wenn man das Ganze dann nochmal umtopft, dann hat man, wie gesagt, am Boden keine Rückstände mehr. Sonst ja, besteht halt die Gefahr, wenn man die Rückstände dann später im Harz hat, dass man dann kleine Teile im Harz hat, die nicht richtig aushärten, und das wäre ärgerlich. Und das kann man eben dadurch vermeiden, indem man alles nochmal umtopft in ein anderes Gefäß. Fehler Nummer 6. Verschiedene Harzsysteme miteinander mischen. Verdammt, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich habe zu wenig Harz bestellt. Es langt nicht ganz, aber ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ich habe nämlich noch Harz von einem anderen Hersteller. Das mischen wir einfach zusammen. Das passt schon. Darf nur nicht blöd sein. Nee, also klug ist es überhaupt nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man jetzt zu wenig Harz hat, dass man dann zum Beispiel verschiedene Epoxidharze von verschiedenen Herstellern miteinander vermischt oder verschiedene Produkte von einem Hersteller. Macht ebenfalls keinen Sinn, weil man muss es so sehen, jedes Epoxidharz hat seine individuelle Mischung und es gibt verschiedene Harze. Das eine hat zum Beispiel Gusshöhe von 1 cm, das andere von 10 cm. Die Harze haben zum Teil unterschiedliche Mischungsverhältnisse zwischen Harz und Hatter. Und wenn man dann eben verschiedene Produkte miteinander vermischt, ja, dann stimmt das ganze Mischungsverhältnis letztendlich nicht mehr. Und dann kann es entweder sein, dass das Ergebnis dann halt extrem unansehnlich aussieht oder es überhaupt nicht aushärtet. Also ja, das kann man nicht vorhersehen, was dann da passiert, je nachdem, was man halt miteinander kombiniert. Und wenn ihr jetzt eben zu wenig Harz dann habt, würde ich euch empfehlen, dass ihr das Harz erstmal gießt. Ja, weil, wie gesagt, wenn es angemischt ist, müsst ihr es ergießen, weil das könnt ihr nicht aufheben, und dann aushärten lasst und dann eben in mehreren Schichten arbeitet. Die ausgehärtete Schicht kann man dann an der Oberfläche leicht anschleifen mit einem 240er Korn und dann kann man ganz normal die nächste Schicht weitergießen. Also da kann man dann zum Beispiel auch die Produkte von anderen Herstellern verwenden. Das ist dann kein Problem, weil das Harz dann nicht mehr in sich vermischt wird, sondern weil dann nur noch Schichten aufgegossen werden. Ja. Es gibt ja meistens immer ein wenig Probleme, wenn man die Menge vom Harz bestimmen muss oder ja, für ein bestimmtes Projekt halt schaut, wie viel Harz brauche ich letztendlich. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr im Internet mal nachschaut. Da gibt es viele Seiten und Rechner, wo man sich dann das Volumen von verschiedenen Körpern berechnen lassen kann. Und da gibt es alle Formen vom Kegel, vom Kreis, vom Quader. Müsst ihr einfach mal schauen. Da gibt es eigentlich alles. Da gebt ihr dann einfach die Maße von eurem Projekt ein und dann bekommt ihr die exakte Menge an Epoxidharz angegeben. Die könnt ihr dann bestellen und dann habt ihr in der Regel keine Probleme. Könnt ihr wegen mehr bestellen, kann man ja dann im Endeffekt auch noch weiterverwenden, wenn es noch nicht gemischt ist. Ja, wie gesagt, so viel zum Mischen von verschiedenen Harzsystemen. Fehler Nummer 7, undichte Gießformen. So Freunde, da habe ich mein Harz. Hat auch bisher alles super funktioniert, habe ich euch doch gesagt. Dann gießen wir jetzt mal. Jetzt habe ich da ehrlich gesagt ein kleines Problem. Oh nein! Ich kann gar nicht hinschauen, da tun ja die Augen weh. Was passiert ist, habt ihr gesehen, das Epoxidharz ist aus der Gießform wieder ausgelaufen und es bedeutet, dass die Gießform eben nicht komplett dicht war. Ja, mir ist es auch in der Vergangenheit schon mal passiert. Da waren es aber nicht, da waren es deutlich mehr Epoxidharz, was da ausgelaufen ist. Der ganze Werkstattboden war voll, ich habe alles wieder aufwendig reinigen müssen und vom Geld, was man da verballert hat, mal abgesehen. Wie gesagt, ist ein Fehler, der häufig vorkommt, aber den Fehler macht man in der Regel einmal und dann nie mehr. Ja, wie kann man das vermeiden? Indem man eben bei der Herstellung der Gießform sauber arbeitet. Ich mache es immer so, dass ich die Form doppelt abdicht. Einmal von innen mit einer Silikonfuge und das Ganze dann außenrum nochmal mit Klebeband abklebe. Ja, das funktioniert dann in der Regel und man kann es natürlich auch anders machen. Man kann natürlich auch fertige Gießformen aus Silikon verwenden. Die haben dann gar keine Stöße und dann kann das Problem gar nicht auftreten. Ja, wenn man jetzt eine undichte Stelle an der Gießform hat, das im Nachhinein nochmal abzudichten, das ist nahezu unmöglich, weil ja, die Außenseite dann meistens schon mit Epoxidharz voll ist oder sich das Holz vollgesogen hat und dann hält da kein Silikon mehr, dann hält da kein Klebeband mehr und Epoxidharz ist ja flüssig wie Wasser, das findet seinen Weg. Also da habt ihr wirklich geringe Chancen, das dann im Endeffekt nochmal abzudichten.
Ja, beim Schalungsbau oder bei der Gießform habe ich hier übrigens noch einen zweiten Fehler gesehen, der auch fatal ist. Also die Gießform, die war nicht abgeklebt. Das bedeutet, dass später das Epoxidharz eine feste Verbindung mit der Gießform, also mit dem Holz eingeht und dass man es im Endeffekt dann nicht mehr trennen kann. Deswegen muss man Gießformen aus Holz, wenn man sich die selber herstellt, immer an der Innenseite komplett mit einem speziellen Klebeband abkleben. Man kann auch ganz normales wasserfestes Paketklebeband verwenden. Das funktioniert auch und ist billiger. Und ja, eben komplett alles innen drin abkleben und dann kann man gießen und dann sollte in der Regel dann beim Ausschalen, ja, sollten keine Probleme entstehen. So, das wäre es zum Thema Schalungsbau oder Gießform, was es da eben zu beachten gibt. Und jetzt habt ihr auch wieder gesehen, was man da falsch machen kann. Fehler Nummer 8, Überschreitung der maximalen Gießhöhe. Maximale Gießhöhe 1 cm. Ja, ich bräuchte aber eigentlich 5. Naja, das ist nur eine Empfehlung vom Hersteller. Da geht auch mehr. Puh, also das ist jetzt schon ein gravierender Fehler, der aber trotzdem relativ oft gemacht wird. Ich weiß nicht warum, entweder aus Unwissenheit oder weil man es einfach unterschätzt. Ja, das Überschreiten der maximalen Gießhöhe, das sorgt dann dafür, dass das Harz heiß wird, aufkocht und dann letztendlich unbrauchbar wird. Jedes Epoxidharz hat eine maximale Gießhöhe, für das es ausgelegt ist, auf der Verpackung vermerkt. Geht von mehreren Millimetern bis zu 10 cm. Und das bedeutet einfach, ja, das ist einfach die Höhe, wo man das Harz in einen Guss gießen kann. Und wenn man das Ganze wirklich überschreitet, wird es heiß, fängt an zu kochen und dann kann man es wegschmeißen. Ich habe euch das jetzt mal in einem Zeitraffer gezeigt, wie das dann letztendlich aussieht, wenn man die Gießhöhe ja doch deutlich überschreitet. Mein verwendetes Harz hat eine maximale Gießhöhe von 1 cm und ich habe jetzt mal 5 cm gegossen und was dann dabei rauskommt, seht ihr jetzt hier. So, da haben wir jetzt das fertige Ergebnis. Ich denke, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Man hat es in dem Video ganz gut gesehen. Das Epoxidharz wird, wenn man die maximale Gießhöhe ja, deutlich überschreitet, relativ schnell heiß. Dann fängt es an zu kochen. Dann kriegt es einen Volumenzuwachs und dann härtet es relativ schnell aus. Ja, wie gesagt, das Harz kann man nicht mehr verwenden. Das kann man in die Mülltonne werfen. Und letztendlich muss man auch froh sein, dass der Becher nicht geschmolzen ist. So, wie gesagt, haltet die Gießhöhe ein, dann passiert euch sowas nicht. Ja, das waren jetzt mal so die typischen Anfängerfehler, die man so bei der Arbeit mit Epoxidharz machen kann. Zum Teil sind es mir auch selber passiert. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn man mit einer Sache neu anfängt, ja, dann passiert sowas halt. Aber ich denke, durch das Video habt ihr wieder mal gesehen, dass es oft nur Kleinigkeiten sind, die man relativ einfach ja, vermeiden kann, wenn man die Sachen beachtet. Und dann sollten die Ergebnisse eigentlich auch gut werden. Ja, das war jetzt hier wieder mal ein etwas trockeneres Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, dass ihr wieder irgendwas mit anfangen konntet und wegen mitnehmen konntet. Und dann, denke ich, hat sich das Video auch wieder gelohnt. So, für heute wären wir dann, wie gesagt, am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mich unterstützen wollt, dürft ihr mir gerne ja, einen Kommentar da lassen. Dürft ihr auch noch weitere Fehler schreiben, die euch vielleicht schon mal passiert sind. Dann können die anderen Zuschauer aus den Kommentaren auch noch was lernen. Und lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und weitere Videos von mir sehen wollt, einfach abonnieren, kostet nichts und Support ist kein Mord. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt wirklich am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken, macht's gut, ciao.